Scheiße, Mann, was hätte ich denn tun sollen? Ey, Lennart, ich habe gestern deine Ex gevögelt, High Five oder so? No way. Egal, wie beschissen mein Gewissen noch ist, Lennart darf das nie erfahren, was da gestern zwischen mir und Amelie passiert ist. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Sex mit mir hat dich verändert. Was meinst du? Weiß ich nicht, du wirkst ganz anders. Mhm. Fühlst du dich anders? Nee. Okay. Ich hoffe einfach nur, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Also nicht, dass du jetzt irgendwie anders bist, sondern halt, dass wir miteinander... Digga, ganz ehrlich, ich mach dir doch keinen so einen Stress jetzt. Wir sind beide Single. Ja, so. Okay, gut. Hi! Hey. Was ist das? Das ist Jonas, der hat Gefühle. Ich sehe, dass das Jonas ist. Aber genau das ist mein Problem. Haben wir nicht gestern über etwas gesprochen? Ja. Haben wir nicht gestern über etwas gesprochen? Was ist da? Ja, da ist ein kleiner Glutschleck, aber... Sagen, weißt du, was das ist? Ja, wir hatten Sex, so... Aha, okay, danke. Aber ist doch gar kein Thema. Ist es kein Thema? Nee. Ey, wir sind beide Single. Guck mal, Jonas, du wirkst vielleicht ganz anders, aber an deinem Sternzeichen hat sich nichts geändert. Sternzeichen, hässlicher Bastard. Mit dir rede ich nämlich gerade nicht. Ja, Amelie, ich weiß, dass wir darüber geredet haben. Worüber haben wir geredet? Darüber, dass deine Affäre mit Sina alles gefährdet hat. Unsere kompletten Freundschaften. Wir hatten so ein Drama, deswegen ich verstehe, dass Lynn eine Auszeit brauchte. Lynn? Ja, Lynn. Digga, kannst du mal Lynn aus dem Spiel lassen, Alter? Was soll die Scheiße? Die hat damit gar nichts zu tun. Ach so. Findest du nicht, dass du in der Erklärung schuldig bist, wenn sie wiederkommt? Wir sind Single. Wie oft soll ich's noch sagen? Ich war einfach verletzt wegen dieser ganzen Lennart-Scheiße. Und ich weiß, dass das nicht clever... Also, wir haben gerade darüber auch geredet, dass das scheiße war von Lennart. Jetzt brummst du mit seinem besten Freund, Alter? Digga. Mach doch nicht so einen Film. Weißt du was? Bei dir ist schon immer das Problem gewesen, dass du einfach ein Lügner bist. Und genau deswegen hat das mit Lynn und dir auch nicht funktioniert. Alter. Was denkst du, was sie darüber denkt? Das ist scheiße, Mann. Wirklich. Ey, die muss das nicht erfahren. Ganz ehrlich, schalt mal einen Gang runter jetzt. Und deswegen bist du ein Arschloch. Ja, komm, verpiss dich doch. Digga. Übertreibt das schon wieder komplett. Wie immer. Ja, nee, man hätte es auch einfach ein bisschen anders charmanter klären können. Was ich jetzt machen werde. Lass doch einfach nach oben. Ja, war. Kannst du ganz kurz warten? Nein, wir wissen beide, ich bin eh schneller dazu. Können wir ganz kurz. Weil du längere Beine hast? Ja. Ich hab Scheiße gebaut. Mhm. Voll. Mhm. Aber mit Jonas zu feiern, das war irgendwie... ekelhaft. Das hat Spaß gemacht. Das hat mich von Lennart abgelenkt. Und was wäre meine Alternative gewesen? Die ganze Zeit einfach nur zu Hause sitzen und heulen. Und dann war er gestern auf einmal vor meiner Tür und dann haben wir halt da angeknüpft. Und ich weiß, dass das super dumm war. Wir haben beide nicht nachgedacht. Aber es ist eins zum anderen gekommen und... ich wollte nicht auf den ganzen Freundeskreis scheißen, aber es ist halt irgendwie passiert. Naja, hast du aber. Und außerdem hast du auch Geschmacksverkalkung. Das ist ekelhaft. Ja. So. Und was ist jetzt dein Plan? Weil es ist jetzt, wie es ist. Es ist jetzt passiert. Kind ist im Brunnen gefallen. Und du hast es geschubst. Erzählst du es, Lynn? Chiara. Naja, es ist nicht meine Aufgabe. Du musst ihr das sagen. Ich deswegen, ich werde ihr nichts sagen, aber... ich würde auch am liebsten einfach in den Zug steigen und dann nach Leipzig fahren, um ihr es zu sagen. Ich hab einfach eine meiner besten Freundinnen überhintergangen. Ja, ich fühle mich wie ein Stück Scheiße. Okay, übertreib nicht. Und übertreib auch nicht mit nach Leipzig fahren. Ich meine, Ferien sind eh bald vorbei und dann kann sie sowieso... weißt du, dann könnt ihr ja reden. Ja, okay. Und was Lennart betrifft, also sowas kommt am Ende immer raus. Und es ist immer besser, ehrlich zu sein, auch was Lennart betrifft, weil er auch zu unseren Freunden gehört. So ehrlich, wie er zu mir war, willst du es vielleicht? Ich bin ihm keine Rechenschaft schuldig. Bist du auch nicht. Er hat mich betrogen und hat es mir nicht gesagt. Also warum? Wir sind noch nicht mal zusammen. Ja, aber vielleicht solltest du es einfach besser machen als er, weil du ganz genau weißt, wie es ist. So, und außerdem ist er Jonas Bestie und Lennart gehört auch zu unseren Freunden. So, also wenn nicht wegen dir, dann wenigstens wegen ihm. Okay? Ja. Denk drüber nach. Ehrlichkeit währt am längsten und so. Du weißt schon. Ich love you trotzdem. Tschüss. Ja. Hey.
Hi, ich bin hier, um mit dir nochmal zu reden wegen gestern. Unser Gespräch war nicht so cool. Ist das okay, wenn ich reinkomme? Ja, komm rein. Danke. Ich habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen und ich habe einfach gemerkt, dass ich habe komplett überreagiert. Du hast das gar nicht verdient und die Sachen, die ich dir am Kopf geworfen habe, das macht man einfach nicht. Erst recht nicht unter Freunden. Du bist sogar ein guter Kumpel für Amelie gewesen und dass ich dir da noch auf den Kopf werfe, dass du irgendwas mit dir hast, das ist voll dumm. So, wir sind Bros und das sollte ich wissen und ich sollte dir auch vertrauen können. Weißt du, und die Sachen, die ich zu dir gesagt habe, das meinte ich nicht so. Ich war ein bisschen in Rage und ich hoffe, du hast jetzt nicht zu Herzen genommen. Ist okay, brauchst du hier. Kein Kopf zu machen. Ist vergessen. Bist du sicher, weil als wir alt auseinandergegangen sind, haben wir uns beleidigt und gefühlt angeschrien? Digga, das passiert doch mal. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns beleidigt haben. Ja, ich weiß. Ist alles cool. Brauchst du dir was, denke ich? Sicher? Ja, ja, voll. Safe. Perfekt! Super! Pizza, perfekt. Also, ich habe auch schon eine Idee, was wir heute machen. Mhm. Wir starten hier. Das bist du. Komm mal. Nein, das bist du nicht. Auf jeden Fall trinken wir heute Bier und ziehen um die Häuser. Weil ich brauche ein bisschen Ablenkung und mich mal Kopf frei kriegen. Da ist ein bisschen viel drin und es wird schwer. Und deswegen brauche ich Bier und mein Bro. Und ich würde sagen, was sagst du dazu? Ist das eine gute Idee oder? Doch, ja, safe. Ich habe auch noch ein bisschen Bier da. Dann lass einfach nachher peilen und ein bisschen steil gehen heute, oder? Ja, na Logo. Ja. Na Logo. Dann komme ich einfach später. Ich klingel, so wie gerade eben. Oder so, ja. Sei eigentlich gut mit dir. Na dann? Bis später. Auch entspannt. Sehen wir uns. Ja, ich fange an zu schwitzen. Danke. Ciao. Mach's gut, hau rein. Scheiße, Mann. Was hätte ich denn tun sollen? Ey, Lennart, ich habe gestern deine Ex gevögelt. High five oder so? No way. Egal, wie beschissen mein Gewissen noch ist, Lennart darf das nie erfahren, was da gestern zwischen mir und Amelie passiert ist. Perfekt, dass du geschrieben hast. Wir müssen echt reden. Ja, wir müssen reden. Du, also wirklich, Chiara, die darf da nichts erzählen. Also, ich dachte jetzt eigentlich, wir reden über das genaue Gegenteil davon. Wie? Also, ja klar, ich will auch nicht, dass Chiara irgendwas erzählt. Und würde sie auch nicht machen, ich habe mit ihr geredet. Ja, ist doch perfekt. Aber ich finde, wir sollten halt mit der Wahrheit rausrücken. Du meinst, wir sollten denen das erzählen? Ja, also, das Lennart, weil ich meine, wenn uns die Clique wirklich was bedeutet, sollten wir einfach die Karten auf den Tisch legen und sagen, komm, wir haben Scheiße gebaut und einfach vielleicht darauf hoffen, dass... Ich finde einfach, Lennart und Lynn haben es halt beide irgendwie verdient, das zu wissen. Lynn, du willst es Lynn erzählen? Digga, warum, was hat denn jetzt Lynn damit zu tun? Es wird ja sowieso rauskommen, diese ganze Lügerei, die hat noch nie was gebracht. Ja, aber also, nur um es klarzustellen, Digga, Lynn soll davon nichts erfahren, ja? Also gar nichts. So, und Lennart, es bringt nichts. Also, was soll das denn jetzt bringen? Du erzählst es dem und dann seid ihr wieder zusammen oder was? Du hast doch, also ich meine, du hast dich doch schon entschieden, jetzt erstmal nicht beim Beam zusammen zu sein. Ja, natürlich habe ich das, aber... Also, dann bringt es doch nichts. Aber wir sind ja trotzdem Freunde und ihr seid doch auch Freunde. Ja, aber Digga, das würde mich killen. Der war vorhin hier, Lennart war hier, hat sich entschuldigt für den Streit, Nein. den wir hatten. Ja. Und meinte dann halt so von wegen, ja, ey, sorry, Bro, lass mal wieder Freunde sein. Und ich meinte natürlich, alles klar, ich habe nichts gemacht. Und jetzt soll ich zu ihm gehen und ihm dann doch irgendwie sagen, yo, übrigens habe ich noch vergessen zu sagen, ich habe doch was mit ihr gehabt, so. Das kann ich nicht bringen, das wird mich f***en, Digga. Das wird ihn f***en, das wird mich f***en, das wird die ganze Clique zerstören. Ja? Deswegen können wir das so nicht machen, Digga. Wir können das nicht erzählen. Das ist so eine beschissene Situation. Ja, es ist scheiße. Klar, es ist scheiße. Ja, heißt, wir haben keine andere Wahl, als einfach nichts zu sagen. Richtig. Wir belassen es dabei. Alles entspannt. Entspannt. Ja, es wird schon. Hast du Bock noch was zu essen? Ja, ich habe heute nichts runtergekriegt. Ja. 20 Minuten sind jetzt viel, aber die muss ich halt laufen. Oder ich warte auf die Bahn, 10 Minuten Verspätung hat. Warte kurz. Und muss dann ja. 10 Minuten. Aber danke auf jeden Fall für die Pizza. Kein Problem, alles gut. Du musst jetzt schon lange draußen warten. Ich hatte Verspätung, ich kann es nicht fassen. Ich dachte, du kommst erst später. Nein, ich meinte doch, dass ich spontan komme. Kannst du Chiara Bescheid sagen, dass ich hier war? Und habe halt gewartet und sie kam nicht. Ja, ja, ich sag ihr Bescheid. Danke.
Ja. Amelie? Können wir vielleicht noch mal reden? Worüber? Ich schaff das einfach nicht mehr. Es tut mir einfach im Herzen, wie wenn du immer an mir vorbeigehst. Ich habe bei dir gewohnt, wir haben zusammen geschlafen und jetzt auf einmal redest du nicht mal mehr mit mir. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe, aber können wir uns vielleicht nicht wenigstens grüßen? Ja, hi. Und ich muss jetzt los. Nein, also ich weiß, du hast mich wahrscheinlich und ich habe das auch verdient. Ich bin ein schlechter Mensch für dich. Ist auch alles richtig von dir, aber kannst du es dann nicht wenigstens für die Clique tun und wenn ich da bin, mich wie ein normaler Mensch behandeln und mich ignorieren? Das wird mir schon reichen. Ich weiß, ich bin kacke, ich habe Scheiße gebaut. Das ist das alles richtig. Ich muss dir was sagen. Ach, das wird schon wieder mit euch beiden. Das braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen, Zeit. Warte mal, was willst du mir sagen? Macht euch da doch nicht so einen Kopf. Ja, was willst du mir sagen? Ich verstehe voll, was du sagen willst. Also, dass wir so scheiße zueinander, dass ich so scheiße zu dir bin, das muss halt nicht sein, deswegen lass uns doch einfach ganz normal verhalten, wie Freunde. Ja, liebend gern. Cool. Und wenn wir ja jetzt Freunde sind, dann, ich und Jonas wollten eh gleich noch um die Häuser ziehen, hast du dann vielleicht auch Bock? Da muss nicht alles überstürzen. Ja, klar, aber dann willst du vielleicht beim Vortrinken dabei sein? So ein, zwei Bier, hast du Bock drauf? Klar. Wer sagt zu Bier nein? Ja, das stimmt. Wer sagt zu Bier nein? Also, wo ist das Bier? Ja, Kühlschrank gibt es bestimmt. Okay. Ich wollte mir auch langsam mal los, ne? Ey, Lenny! Digga, piss mal schneller jetzt, wir wollen los! Safe am Kacken. Ja, gut, ich werde dann glaube ich auch los. Also, euch ganz viel Spaß und sowas, aber werden wir bestimmt haben. Ich fand auch diese paar Stunden, die wir hier miteinander verbracht haben, die waren die Hölle für mich. Ja, was denkst du, wie das gleich für mich werden wird? So, ich muss jetzt die ganze Zeit mit ihm chillen und ein auf bester Freund machen. Dass wir hier die ganze Zeit auf Friede vor der Eierkuchen machen, das bricht mir so das Herz. Ja, was sollen wir machen, so, ganz ehrlich? Also nehme ich mal an, ihr habt es ihm immer noch nicht gesagt? Kira, er ist auf dem Klo. Also direkt nebenan quasi. Ach so. Amelie, was hast du denn gemacht? Wo warst du und mit wem? Bitte lass das, bitte, bitte. Denkt ihr, ich hab Bock, ihm das zu sagen? Nein. Also macht ihr das bitte? Wir haben gesagt, dass wir es ihm nicht sagen können. Ach so, Isa. Ach so. Nein. Ach so, seid ihr euch jetzt einig, dass ich es ihm gar nicht sage? Ich wollte es ihm sagen, aber dann hat er ein paar gute Punkte gesagt und ich finde, vielleicht ist es einfach besser, wenn, okay, alles wenn er es nicht erfährt. Also bleibt Jonas wieder dieses ekelhafte, kleine, verlogene Stück Dreck, Alter? Deine Schnauze jetzt, als ob du noch nie Scheiße gemacht hättest. Okay, that's a good one. Aber Amelie, bei dir ist das halt einfach so eine Ex-Freundinnen-Sache. Aber du spielst hier gerade immer noch seinen besten Freund. Und das ist verlogen und das ist hinterhältig und richtig frech. Das geht gar nicht. Ja, du verbringst hier noch den Tag mit ihm und alles. Und eigentlich steckst du ihm aber dieses Messer in den Rücken. Und dann drehst du noch ein paar Mal dran und springst ab und zu noch drauf. Was ist genauso weh wie ihm? Ja, ihm tut gar nichts, ich sehe das doch. Okay, dir vielleicht. Mir. Ja. Hey, das ist für mich auch nicht einfach. Was soll ich denn machen? Ja, Fakt ist, vielleicht Fakt ist halt einfach, hättest du nicht auf sie drauffallen sollen? Fakt ist einfach, dass wir aus dieser Nummer jetzt erstmal nicht rauskommen. Naja, doch. Ehrlichkeit? Clara. Okay. Boah, fuck dich so ab, Jonas. Wirklich, du hast richtig Geschmacksverkalkung gehabt. Ekelhaft. Ja. Viel Spaß, wie ihr das unter euch klärt. Ja, verzieh dich. Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch. Mein Vater Frank Riegel ist heute bei Ihnen im Büro und er hat dort ein Vorstellungsgespräch. Das wäre großartig, wenn Sie mal nachprüfen könnten, ob das schon durch ist. Noch nie gehört den Namen. Der belügt uns einfach. Der belügt dich, der belügt mich. Was schnüffelst du in meinen Sachen rum? Jonas und ich waren ja feiern. Amelie, und dann? Was ist passiert? Wir haben miteinander geschlafen. Als mein bester Freund solltest du mich doch eigentlich am besten kennen, oder nicht? Hast du vielleicht mal gedacht, dass mir das weh tut? Anscheinend nicht. Habe ich wohl falsch von dir gedacht. Warte mal. Ja, Leif Weber, genau. Ich hab's mir anders überlegt. Also ich lehne das Therapieangebot ab. Dankeschön. Vielen Dank, gell? Tschüss. Sag mir bitte, dass ich mich verhört habe und du nicht Lives Therapieplatz abgesagt hast. Halt deine Schnauze. Mein Bruder, ja, hatte noch im Keller richtig geilen Sprengstoff aus Polen, Digga. Jungs.
Berlin, Alter. Was denn jetzt? Ja, kennst du jetzt auch noch hier die Leute vom anderen Ufer oder was? Mann, verpiss dich doch einfach, du dreckige Schwuchtel!